den Tieren, aus dem Ozean oder Wald. Die Brüder Krabs, sie führen euch und los geht es schon bald. Ihre Freunde warten schon, legt euch auf die Lauer. Wer Not ist, wird gerettet heute, denn das ist Wild Power. Los geht es jetzt, macht alle mit, go wild. Jäger, stolze Krieger. Los geht es jetzt, macht alle mit. Go wild, 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 go wild. Los geht es jetzt, macht alle mit. Go wild, 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 go wild, go wild, 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 los! Diese Drachenflieger sind einfach ganz große Klasse. Frei wie ein Adler in der Wildnis. Das ist ein herrliches Gefühl. Ja, wenn wir doch bloß Stellas Geburtstagsgeschenk hier draußen finden könnten und nicht einkaufen gehen müssten. Mach dir keine Sorgen, Martin. Wir werden schon etwas Passendes für sie finden. Und zwar genau hier. In der afrikanischen Savanne. Wuhu! Wer würde sich nicht über ein Geschenk aus der Wildnis freuen? Ja, wie wär's mit etwas tierisch Coolem, wie... einem gerammten Bild von einem Löwen. Nee, zu unfreundlich. Dann lieber eine Tonskulptur von einem... Warzenschwein! Zu viele Warzen. Lass uns da unten landen. Oh, sieht gut aus. Wo könnten wir hier ein Geschenk finden? Achtung! Es gibt nichts Nervigeres, als perfekt aufzusetzen und trotzdem in einem Haufen Kletten zu landen. Das kannst du laut sagen. Aber ich muss zugeben, ich finde Kletten super interessant. Hier! Mit ihren kleinen, feinen Häkchen haften sie an allem Möglichen. Wie runde Klettverschlüsse. Die Haken der Klette verfangen sich in winzigen Schlaufen von Stoffen oder Haaren. Ja, und der Erfinder des Klettverschlusses hat sich von Kletten auf seinen Hosen inspirieren lassen. Hm, ich habe eine Idee. Stella ist doch eine begeisterte Erfinderin. Ja, sprich weiter, Bruder. Und zu ihrem Geburtstag könnten wir ihr doch eine coole Erfindung schenken. Super Idee, Chris. Eine Erfindung aus der Natur. Komm mit, Martin. Die nützlichsten Erfindungen der Menschheit kommen aus der Natur und aus der Tierwelt. Wow, was für ein Tag. Fühlt sich irgendwie besonders an, nicht wahr, Leute? Och, ja, wenn du meinst. Ich meine nur, heute ist kein gewöhnlicher Tag wie jeder andere. Irgendwas ist anders als sonst. Ach ja? Oh. Okay, sie denkt, wir hätten ihren Geburtstag vergessen. Sind die Ballons für die Überraschungsparty fertig? Beinahe. Chris, Martin. Habt ihr was Passendes für Stella gefunden? Leider noch nicht, Chloe. Aber wir geben nicht auf. Ihr sucht in einem hohlen Stamm und in einer Baumkrone? Strengt euch an, Jungs. Ich will ihr diesmal etwas richtig Schönes schenken. Vertrau uns. Wir werden ein tolles Geschenk für Stella finden. Hm. Um die Dekoration werden wir uns schon kümmern. Aber ihr müsst euch trotzdem beeilen, Jungs. Du kannst dich auf uns verlassen, Chloe. Hier drin ist nichts, Chris. Ich schau mal danach. Ach, großartig. Hey, mein Ballon! Was machst du da? Komm zurück! Oh, wenn nicht bald ein Wunder geschieht, kann ich diese Party vergessen. Okay, für meine neuesten Roboter-Erfindungen brauchen wir die 5 Tiere, die ihr hier auf meiner Liste sehen könnt. Einen Elefanten für meinen Ele-Duschroboter. Ein Warzenschwein für meinen Warzenentfernungsroboter und... Ach, den Rest überlege ich mir unterwegs, das geht auch. Also, wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Zackbot, seid ihr bereit? Dann los! Hä? Oh. Vergessen aufzuladen. Das haben wir gleich. Gut. Während ihr eure Batterien aufladet, werde ich mal versuchen, selbst ein paar Tiere einzufangen. Kann doch nicht so schwer sein. Hä?
Hier muss ich doch irgendwo ein Geburtstagsgeschenk für Stella finden lassen. Ruhen wir uns erstmal aus. Vielleicht haben wir danach mehr Glück. Au! Das war kein Stein. Das ist ein echtes afrikanisches Stachelschwein. Wow, der Kleine ist ja ein wandelndes Nadelkissen. Wem sagst du das? Tut mir leid, dass ich mich auf dich gesetzt habe. Ah, für so etwas Stacheliges gibt es nur einen Namen. Ich nenne dich Piekser. Oh, ich würde Piekser seine Stacheln ja gerne zurückgeben, aber wenn so ein Ding einmal draußen ist, dann bleibt es draußen. Zum Glück wachsen neue nach, genau wie Haare. Eigentlich sind die Stacheln auch Haare. Eine besondere Art von Haaren, die die Natur in Waffen verwandelt hat. Also das nenne ich eine echt nützliche Erfindung. Eine Erfindung? Ja! Ja, eine Erfindung! Und Stellas Geburtstagsgeschenk! Mit wunderschönen Streifen. Eine großartige Erfindung der Natur. Und sie stammen von einem richtig coolen Kerlchen. Chloe, hörst du mich? Wir haben etwas gefunden, ein Geschenk von einem neuen Freund. Das sind Stacheln von einem afrikanischen Stachelschwein. Die sind ja wunderschön. Daraus könnten wir etwas basteln. Eine Halskette? Aber ich brauche mehr, ungefähr noch 10 Stück. Tolle Idee, aber von Piekser dürfen wir keine mehr nehmen. Er braucht sie, um sich damit vor Feinden zu schützen. Du hast recht. Aber die Kette wäre für Stella einfach perfekt. Hey, ich habe eine Idee. Lass uns Piekser folgen. Vielleicht bekommen wir doch noch, was wir brauchen. Wie meinst du das? Naja, Stachelschweine sind eben Schweine. Was? Wovon redet ihr überhaupt? Und bitte keine Rätsel mehr. Stachelschweine leben eigentlich ständig in Unordnung, weil sie immer und überall Stacheln verlieren. Ihre Stacheln sind eigentlich Haare und Haare fallen eben aus. Das weiß jeder, der mal eine Katze oder einen Hund hatte. Also, wenn wir Piekser bis zu seiner Höhle folgen, finden wir einen ganzen Haufen Stacheln. Und zwar solche, die er sowieso nicht mehr braucht. Ja, das ist die erste vernünftige... Jungs, was ist da los? Und was sind das für Laute? Chloe, wir reden später. Oh je, wir sind in Schwierigkeiten. In dreifachen Schwierigkeiten? Nicht bewegen. Schon klar, ich gehe in Deckung. Piekser, komm zurück. Er scheint überhaupt keine Angst zu haben. Stampft mit den Füßen und rasselt mit dem Schwanz, als wäre es ihm völlig egal, dass er ausgewachsene Löwen vor sich hat. Ja, er sagt, legt euch nicht mit mir an. Ihr würdet es bitter bereuen. Seine Stacheln sind Warnung und Waffe zugleich. Hörst du, wie bedrohlich sie rasseln? Wow, so eine Verteidigungsstrategie bringt einem überall Respekt ein. Oh, der Löwe sollte sich besser in Acht nehmen. Stachelschweinborsten sitzen extrem locker. Die Tiere können damit nicht um sich schießen, aber die leichteste Berührung reicht aus und schon hat man die Pfote oder das Gesicht voller Stacheln. Unglaublich, ein überraschender Rückwärtsangriff. War das nicht ein klasse Manöver? Die beste Verteidigung ist immer noch der Angriff. Oh, ouch! Da, die stachelige Abwehr in Aktion. Wirklich erstaunlich. Haare, mit denen man Löwen in Schach halten kann. Und der junge Draufgänger hat wirklich noch einmal Glück gehabt. Ich habe gelesen, dass ein Stachel in der Brust oder im Gesicht einen Löwen sogar töten kann. Siehst du, Piekser geht als Sieger vom Platz. Nein, warte auf uns! Wir brauchen mehr Stacheln. Und die bekommen wir nur, wenn wir ihm folgen und in seiner Höhle nachsehen. Ich habe ein Seil und eine geniale Idee. Wir gehören zu ihm. Toller Tag für einen Spaziergang. Chloe, wo sind Chris und Martin? Ich habe heute nichts von ihnen gehört. Haben sie sich gemeldet? Nein. Du kennst die beiden doch. Tun sicher wieder, wer weiß was mit wer weiß wem in wer weiß wo. Ich verstehe schon, heute passiert hier überhaupt nichts Besonderes. Jungs, lasst doch den Unfug. Aber ihr... Habt ihr etwas Stellas Geschenk vergessen? Natürlich nicht, Chloe. Nein, wir mussten nur schnell an ein paar Löwen vorbei. Im Stachelschweinmarsch. Du kannst mir glauben. Piekser braucht jeden einzelnen Stachel, den er hat für seine Verteidigung. Und deshalb dürfen wir nur solche einsammeln, die ihm irgendwann von selbst ausgefallen sind. Aber wo ist die Höhle? Bestimmt nicht mehr weit, nicht wahr, Piekser? Piekser? Piekser! Auch das noch. Er ist weg. Wir müssen los. Oh.
Mit Heliumballons kann man Dinge in die Luft heben. Man braucht nur genug davon. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich die Tiere, die ich fange, transportieren kann. Okay, Ballons. Ihr bleibt jetzt brav hier, bis ich euch hereinhole, um die Tortuga für Stellas Party zu dekorieren. Verstanden? Ich werde Stellas lächerliche Geburtstagsparty in eine Tiersammelparty verwandeln. Für mich. Mich. So, die Ballons hätten wir. Was gründlich erledigt werden muss, ist bei Jimmy in den besten Händen. Ja, so wird's funktionieren. Nein, hier ist Piekser nicht. Und bei dir, Bruder? Auch hier keine Spur von Stachelschweinen. Aua! Oh. Hoho, gefunden. Tut mir leid, dass ich dir noch ein paar Stacheln geraubt habe, aber ich bin wirklich froh, dich zu sehen. Au! Oh. Das tut weh, Chris. Sei froh, dass diese Stacheln keine Widerhaken an der Spitze haben, wie die der nordamerikanischen Baumstachler. Die Haken verankern sich in der Haut. Kannst du dir vorstellen, wie weh das beim Herausziehen tut? Erinnere mich daran, dass ich meine Nase nicht in jeden Strauch stecken sollte, wenn... Au! Ein nordamerikanischer Baumstachler in der Nähe ist. Mach ich. So, jetzt haben wir schon 3 Stacheln mehr für Stellas Geburtstagsgeschenk. Insgesamt 7. Dann brauchen wir nur noch 3 Stacheln aus Pixas Höhle. Hoffentlich führt er uns dorthin, wenn er satt ist. Oh, nicht gerade der leckerste Snack aller Zeiten. Aber für Stachelschweine sind Wurzeln und Rinde das Allerbeste. Also los, Piekser, führ uns zu deiner Höhle. Okay, für meinen ersten tierbetriebenen Roboter brauche ich ein Warzenschwein. Für die gründlichste Warzenentfernung. Also, wo finde ich denn jetzt hier ein Warzenschwein? Oh, das ist ja fast zu einfach. Nichts passiert. Ja, die Stachelschweinhöhle. Chris, vor dem Eingang liegen 2 Stacheln. Super. Hey, Chloe, wir sind bei Pixas Höhle. Uns fehlt nur noch 1 Stachel. Toll, beeilt euch. Also rein da. Offenbar hat nicht nur Stella heute Geburtstag. Da! 2 Stachelschweinbabys. Oh, sind die süß. Die sind heute zur Welt gekommen. Na dann, alles Gute, ihr Stachelferkelchen. Morten, ich glaube, den Begriff Stachelferkel gibt es nicht. Klar, das weiß ich, Chris. Aber findest du ihn nicht auch irgendwie niedlich? Stachelferkel. Doch ja, niedlich. 2 kleine Stachelferkelgeschwister. Und sieh mal, ihre Stacheln sind noch ganz weich. Diese großartigen Verteidigungswaffen brauchen ein paar Tage, bis sie hart werden. Aber vorerst müssen sowieso die Eltern ihren Nachwuchs beschützen. Herzlichen Glückwunsch zu deinen Zwillingen, Piekser. Auch für dich, Mama Stachelschwein. Morten, sieh doch. Damit sind es 10. Und das ist der größte, oder? Wow. Vielen Dank für die Hilfe bei Stellas Geburtstagsgeschenk. War nett, euch kennenzulernen. Yippie! Ja! Und jetzt auf zu Stellas Überraschungsparty. Luftballons? Was? Haben sie etwa ohne uns angefangen? Das ist ein Warzenschwein. Was? Das ist nicht richtig. Das ist schrecklich, das... Das bedeutet, dass jemand Unfug treibt. Guten Flug, Streifling. Erst lasse ich die Tiere mit Ballons in die Luft aufsteigen. Dann sammle ich sie alle mit meinem Zeppelin ein. Oh, ah, wow, ich habe zu weit weggeparkt. Und dann bin ich auch schon weg. Zack! Oh, wer sonst wäre zu so etwas fähig? Schäm dich, Zack, hörst du? Wir müssen die gefangenen Tiere befreien. Zack,
hat in der Savanne Tiere eingefangen. Du meinst, er hat sie entführt? Ja, und zwar mit deinen Luftballons. Oh, ihr habt meinen Geburtstag doch nicht vergessen. Wir hatten vor, dich mit einer tollen Party zu überraschen, Stella. Ich würde sagen, die Überraschung ist gelungen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Stella. Ja. Musstet ihr das Geschenk denn unbedingt in eure Socken einpacken? Leute, wir haben jetzt keine Zeit für Geschenke. Doch, für dieses Geschenk haben wir Zeit. Na los, mach es auf. Wo habt ihr die denn gefunden, Jungs? Die sind ja wunderschön. Alles Gute von uns allen. Und von unserem Freund Pixar. Dankeschön. Sie sind ein Wunder der Natur, schön und nützlich. Ganz genau. Diese besonderen Haare gehören zu den besten Verteidigungswaffen im gesamten Tierreich. Oh, und ich weiß auch schon, wie wir sie benutzen können, um die gefangenen Tiere vor Sack zu retten. Das ist die beste Party, die ich je für mich selbst gegeben habe. So ist brav. Immer rein in die gute Stube, meine Lieben. Wie sind aus gewöhnlichen Haaren solche Stacheln entstanden? Jetzt bin ich mal gespannt. Wow, im Inneren sind die Stacheln leicht und porös, aber die äußere Schale ist dick und hart. Und sie wachsen aus der Haut heraus, genau wie Haare. Entschuldigung, ich teste gerade die Raketenstiefel. Ja! Er hat die Stacheln aufgestellt. Jetzt verstehe ich. Zu jedem Stachel gehört ein kleiner Muskel, der den Stachel aufstellt, wenn das Tier sich bedroht fühlt. Wenn ein Stachel berührt wird, auch nur ganz leicht von etwa einem Löwen, reißt er sofort ab und kann ohne Mühe herausgezogen werden. Dankeschön, Pizza. Ich habe gute Nachrichten, Jungs. Die Stachelschwein-Power-Discs sind fertig. Gut, da draußen müssen ein paar fliegende Tiere gerettet werden. Die Raketenstiefel sind einsatzbereit. Hand auf, Jungs! Komm mal her, Pixar. Mein stacheliger kleiner Freund. Wir könnten was von deiner Stachelschwein-Power gebrauchen. Aktivieren! Na dann, guten Start, ihr fliegenden Stachelschweinbrüder. Wow, hey, pass doch auf, du hast ziemlich spitze Stacheln. Oh, tut mir leid. Go Wild, Mission Wildnis. Zack, du kannst doch nicht einfach so Tiere einfangen und sie in Roboter verwandeln. Ja, und sie haben Angst hoch oben in der Luft. Sie wollen wieder nach Hause. Ich höre doch nicht auf fliegende Stachelschweine. Das solltest du aber, Zack. Nie im Leben. Ich tue immer das, was ich will. Und wisst ihr was? Meine Zack-Bots sind wieder einsatzbereit. Los! Oh nein, wir müssen uns etwas einfallen lassen. Schnell! Ich gebe dir Deckung. Kehrt um, Zack-Bots. Wir Stachelschweine setzen unsere Stacheln nur ungern ein. Aber wenn es sein muss, muss es sein. Wie ihr wollt, ich habe euch gewarnt. Hoho, ich habe eine ganze Menge Stacheln verloren. Chris sollte sich beeilen. Hey, Schach! Keine Sorge, du bist bald zu Hause. Ein Hoch auf die Stachelschwein-Power! Und gute Heimreise, Kumpel! Da kommt ein Zebra angeflogen! Kein Problem, Chris. Wir haben es gesehen. Hey, hallo Schach. Oh nein, diese Idioten ruinieren meine Party. Keine Gnade, Zack-Bots. Schnappt sie euch. Ich komme, Warzenschwein. Oh je, ein Zack-Bot rast auf uns zu. Den übernehme ich. Bereit. Gut, ich habe noch ein paar Stacheln übrig. Vier Ballons sollten reichen. So, jetzt kannst du langsam zu Boden schweben. Gelandet. Löwen werden wenigstens aus Fehlern klüger. Zack-Bots eher nicht. Tut mir leid, Zack, die Party ist vorbei. Gebt mir sofort meine Tiere zurück. Hier ist noch einer. Das war der letzte. Allerhöchste Zeit.
Oh je, ich habe alle Stacheln verloren. Ich krieg euch. Achtung! Ha! Nicht mehr so vorlaut ohne Stacheln, was? Sehr gut. Was war das? Oh, weißt du, einen Stachel hatte ich noch übrig. Das werdet ihr mir büßen. Ich hoffe, er mag Achterbahn fahren. Ich hasse Achterbahn fahren. Mission erfüllt. Alle Tiere sind unversehrt und wieder in Freiheit. Und Pieksa ist mit seiner Verteidigungsstrategie der Held des Tages. Die Dekoration für Stellas Geburtstagsparty ist auch rechtzeitig fertig geworden. Und wir sind endlich dazu gekommen, dein Geschenk richtig einzupacken. Alles Gute zum Geburtstag, Stella. Seht ihr, so packt man ein Geschenk ein. Ihr habt eine Halskette für mich gebastelt? Sie ist wunderschön. Danke, Leute. Und vielen Dank auch an dich, Pieksa. Hey, und jetzt die Torte. Wirklich? Was für eine? Wurzelrindekuchen. Was sonst? Was? Der ist für die anderen Geburtstagskinder. Die Stachelferkel-Zwillinge. Wurzeln und Rinde ist ihr Lieblingsessen. Hier, bitte sehr. Und alles Gute zum Geburtstag. Au! Ihre Stacheln werden langsam hart.